Messe Live von der High End 2010 in München. Mein Name ist Sebastian Schuster, herzlich willkommen. Auf der High End gibt es alles von analogen Kostbarkeiten bis hin zu den modernsten Entwicklungen der Digitaltechnik. Die analogen Kostbarkeiten, die wollen natürlich mit irgendwelchen Medien befüllt werden. Wir befinden uns hier am Stand von Blue Danube Records, einem Mekka für Schallplattenfreunde. Neben mir Christian Bierbaumer. Herr Bierbaumer, Schallplatten sind wieder voll im Kommen, oder? Absolut. Das sieht man an allen Ecken und Enden. Es gibt so viele Freaks, so viele Leute, die man nicht einmal belehren braucht. Darüber. Ich sage, ach ja, weiß ich doch, ich habe die Platten weggegeben, jetzt muss ich sie wieder kaufen. Es führt kein Weg an der Analogszene vorbei, das ist einfach so. Das ist auch technisch begründet, das Gehirn arbeitet nicht digital. Da werden zwar viele Leute aufschreien, aber es ist einfach so. Diese innere Zufriedenheit, was das Schöne an der Musik ausmacht, ist mit der Schallplatte zu 100% erfüllbar. Und ich habe mich also einfach dem verschworen. Es gibt ein paar hunderttausend Platten bei mir in Österreich. Gibt eine schöne Homepage, aber man muss mich besuchen. So wie wenn man die Wiener Philharmoniker, da nutzt die Homepage gar nichts, man muss sie hören. Und ich bemühe mich ernstlich, hohe Qualität zu liefern und das wird von den Leuten geschätzt. Ich bin 25 Jahre dabei und ja, ich denke, man kennt mich. Hier auf der High-End sind Sie ja auch präsent. Sie stellen ja hier nicht nur aus, sondern Sie verkaufen auch. Welche Bedeutung hat für Sie die High-End? Die High-End ist mit, das kann man ohne Schönfärberei sagen, mit Abstand die absolut wichtigste Messe. Ich habe einiges probiert, auch Meilen und so kann man in Wirklichkeit abhaken. Da bin ich etabliert seit 25 Jahren, da mag man mich. Und da habe ich mich bewährt. Und es gibt jedes Jahr eine Menge zufriedener Kunden. Darum ist die High-End ist echt unverzichtbar für mich, muss ich schon sagen. Schallplatten erleben ja momentan ihre Renaissance. Können Sie das bestätigen? Ja, absolut. Es ist so, dass auch viele Originale einfach in schwindelige Höhen gegettert sind. Da sind die Nachpressungen wichtig. Da kann man sich auch für verhältnismäßig kleines Geld wieder mit seinen geheimsten Wünschen vollsaugen, ohne dass man weltweit herumsuchen muss und tausende Pfund oder Euros auszugeben. Aber die ganze High-End-Szene ist auch wichtig im Umfeld und die Plattenspieler werden auch immer wichtiger. Man sieht rundherum, die Platte kommt, kommt, kommt. Sie erzeugt einfach mehr Zufriedenheit. Vielen Dank, Herr Bierbaumer. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's von uns für den Moment. Das war Messe Live.